Das Action-Open-Air-Theater auf den ersten Blick noch im Dornröschenschlaf. Doch dieser Eindruck täuscht. Piraten-Open-Air in Grevesmühlen westlich von Wismar. Das verspricht über 2 Stunden Action und beste Unterhaltung für die ganze Familie. Das Ganze vor atemberaubender Kulisse. Nach den aufwendigen Proben jetzt die sprichwörtliche Ruhe vor dem großen Sturm. Hauptdarsteller und Regisseur Benjamin Kernen erwartet die Zuschauer mit einer brandneuen Episode aus dem Leben des legendären Captain Flint. Regisseur und Hauptdarsteller, wie bringt man das zusammen? Mit einem guten Team. Hast du ein gutes Team, dann kannst du dir so ein Sperränzchen leisten, dass man hier 40 Leute auf der Bühne rumscheucht und selber gar nie drauf ist. Meine Kollegen ersetzen mich wunderbar. Ich weiß schon im Vorfeld, wo ich wann was zu tun habe. Und nur mit so einer guten Teamarbeit ist es überhaupt möglich. Aber es ist auch sehr dankbar und macht sehr viel Spaß. Nachdem im letzten Jahr das Piratenreich gegründet wurde, halten sich die Macher mit der aktuellen Story noch hörbar bedeckt. Es spielt, sieht man hinter uns, in South Carolina und es spielt, und dafür werden gerade jetzt hier von den Baggern riesige Berge aufgetürmt an Sand und Dünen auf Great Inagua, einer verlassenen Insel, auf der es Süßwasser gab und die deswegen bei Piraten, aber auch bei den Marinen sehr, sehr beliebt war. Auf einer der größten und schönsten Naturbühnen, die es gibt in Deutschland, kann man hier die Lebensgeschichte von Captain Flint sehen. Immer wieder in neuen Bühnenbildern, immer wieder neue, andere, spannende Stories mit unzähligen Spezialeffekten und technischen Innovationen, die nur wir hier bieten. Wir haben die größten Kanonen, die schönsten Frauen und die härtesten Kerle und das macht einen Heidenspaß für die ganze Familie, das sollte man einfach nicht verpassen.